Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Herr sei mit dir. Herzlich willkommen zu unserem heutigen ganz besonderen Gottesdienst. Besonders aufgrund von zwei Merkmalen. Zum einen feiern wir heute Reformationstag. Zum anderen darf ich heute nicht einfach nur die wunderbare Gemeinde hier im analogen Gottesdienst in der Heilandskirche in Krems begrüßen, sondern erstmals auch euch zu Hause. Hallo. Der heutige Reformationstag oder generell der Reformationstag ist für uns Protestanten immer ein kleines bisschen schwierig, teilen wir ihn uns doch mit Halloween. Deswegen gleich vorweg, nein, das heutige Thema des Gottesdienstes habe ich nicht in einem Versuch ausgearbeitet, konkurrenzfähig zu bleiben, sondern weil es leider dieses Jahr ein stetiger Begleiter war. Es geht um Angst. Die hat dieses Jahr leider eine gewisse Hochkonjunktur gehabt. Aber genau dem gegenüber steht der heutige Predigttext und seine Ermutigung. Fürchte dich nicht. Das passt doppelt. Einerseits zu unserem heutigen Predigttext, aber andererseits auch zum Reformationstag, wo wir an das denken, was Martin Luther geleistet hat, als er sich gegen ein System der Angst gestellt hat. Gegen die Angst und die Dunkelheit zünde ich unsere Kerze auf dem Altar an. Thank you.
Worauf kann ich mich eigentlich noch einstellen? Was gerade noch gilt, ist in 2 Stunden vielleicht schon wieder obsolet. Ein ständiger Wandel. Aber es gibt eine Tatsache, die ist und die bleibt zeitlos. Gott ist unser Schutz. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Die Nachwirkungen von gestern, das Versäumnis von heute und die Gefahren von morgen. Ständig habe ich Angst vor dem, was war, ist, sein wird, sein könnte. Ich bin gefangen in dieser Furcht, höre nur noch, was mich in meiner Panik bestätigt und bemerke nicht, wie ich mich in dieser Dunkelheit selbst verliere. Ich vergesse sogar auf dich zu hoffen, trotzdem bist du da und möchtest mich beruhigen, mein Herzrasen besänftigen, mich die Geborgenheit spüren lassen. Gott, selbst wenn ich nicht immer an dich denke oder zu dir bete, rufe ich zu dir. Gott, steh mir bei in meiner Angst. Ich habe Angst und fühle mich alleine. Aber egal, weswegen ich mich fürchte, du bist hier. Du bist bei mir. Wovor auch immer ich mich fürchte, du bietest mir Zuflucht. Mit den Worten von Martin Luther: Eine feste Burg ist unser Gott. Bei dir bin ich geborgen. Links, rechts, vor mir und hinter mir, von allen Seiten sehe ich etwas, das mir Angst machen sollte. In diesem Dunklen und Ungewissen brauche ich deine Hilfe. Gott, du weißt, was ich meine. Nimm doch bitte einmal den Flutlichtstrahler und zeige damit mir und meinen Mitmenschen, was da wirklich um uns herum ist. Nimm uns die Angst, gib uns Zuversicht. Amen.
Der Predigttext für den heutigen Samstag und Reformationstag befindet sich im Evangelium von Matthäus. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was ich euch gesagt habe in das Ohr, das verkündet auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht 2 Sperlinge für 1 Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Vater unser im Himmel. Entschuldigung, stimmt. Da habe ich mich vertan. Danke, Uli. Natürlich sprechen wir nun das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, abgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lachen kann die Angst vertreiben. Es ist so viel einfacher, einem anderen Menschen die Angst zu nehmen und ihm Mut zu machen oder zumindest ihm gut zuzusprechen. Es ist viel einfacher, als mich mir selbst meiner Angst zu stellen. Naja, natürlich. Angst ist jetzt nicht unbedingt etwas, das mich heldenhaft nach vorne stürmen lässt. Sie lässt mich zögern. Genau so einen Moment des Zögerns haben vielleicht auch die Jüngerinnen und Jünger von Jesus erfahren, als er ihnen prophezeit hat, dass sie verfolgt werden würden, nur wegen ihm. Super Prognose. Aber genau dieser Moment des Zögerns, dieser Moment der Angst, das sind alles keine Themen der Vergangenheit, sondern nach wie vor beschäftigen sie uns. Ich habe Angst. Immer wieder sehe ich in den Nachrichten immer grausigere Dinge, zu denen Menschen offensichtlich fähig sind. Da wird am helllichten Tag auf offener Straße ein Mensch zusammengeschlagen, auf seine Rechte und letztendlich auch auf sein Leben wird gepfiffen, einfach nur, weil er eine andere Hautfarbe hat. Mit Schrecken sehe ich, wie wir Menschen Schritt für Schritt den Planeten hinrichten, auf dem wir selbst leben, bis nichts Lebenswertes mehr übrig ist. Nur damit dann am Ende wenigstens der Rechnungsabschluss stimmt. Ich bekomme sogar Angst vor mir selbst und meinen Mitmenschen. Bin ich nun ansteckend? Sind Sie es? Darf ich noch hinaus oder sollte ich mich eigentlich zu Hause zurückziehen? Aber ertrage ich das überhaupt, wenn ich mit mir selbst alleine bin? Ich bekomme manchmal sogar Angst vor Gott. Naja, nicht direkt vor Gott, sondern vor dem, was Menschen angeblich in seinem Namen tun. Wenn sie in völliger Verblendung davon überzeugt sind, gottgefällig zu handeln, während sie andere Menschen umbringen. Ich habe Angst. Vor mir selbst, vor anderen, vor Gott. Und in meiner Angst fühle ich mich alleine und schwach. Dabei ist Angst nichts, vor dem ich mich schämen müsste. Angst gehört gewissermaßen zur Grundausstattung des Menschen. Und das nicht deswegen, weil das so ein tolles Gefühl ist, sondern weil die Angst Leben rettet. Sie lässt mich schärfer denken, spornt mich kurzzeitig zu Höchstleistungen an und ist ein ziemlich eindeutiges Signal, nicht unbedingt die beste Situation, in die ich da gerade hineingerate. Darüber hinaus führt Angst aber auch in die Isolation. Gerade in der Corona-Zeit im doppelten Sinn. Immer mehr Menschen kommen auf mich zu, um mir zu sagen, dass sie aus Angst oder aus Sorge sich fürs Erste lieber zurückziehen möchten. Darüber hinaus bin ich in der Angst aber ganz bei mir, allein mit meiner Angst. Dabei ist Angst aber eben nicht nur mein Gefühl, sondern teilweise leider auch ein Instrument anderer. Halte sie unwissend, mache ihnen Angst mit dieser Unwissenheit, dann werden sie dir folgen. Dieses Konzept funktioniert nicht nur bei uns Menschen, sondern auch bei den Tieren. Wer Angst hat, wendet sich an diejenigen, die er für stark hält, um Schutz zu suchen. Prinzipiell auch eine gute Idee. Wer stark ist, kann die Ruhe bewahren, kann mit einem kühlen Kopf die Entscheidung treffen, die aus dieser Situation herausführt. Bei uns Menschen kommt allerdings eine andere Frage dazu. Sind diejenigen, die sich so einen Nutzen zu eigen machen können, wirklich stark? Denn irgendwas stimmt für mich an dieser Rechnung nicht. Jemand, der die Ängste anderer manipulieren muss, nur um dann im Vergleich stark zu wirken,
kann doch nicht wirklich stark sein. Und es stimmt auch, die Rechnung geht nicht auf. Diese Menschen sind nicht stark. Wie die Rechnung wirklich aufgehen kann, hat Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern gezeigt. Fürchte dich nicht. Dreimal hat er ihnen das zugesagt. Und das nicht in der Hoffnung, dass sie am Ende dann plötzlich furchtlose Helden werden, sondern um ihnen Mut zu machen, damit sie die Entscheidungen, die auf sie zukommen, nicht aus Angst heraus treffen. Fürchte dich nicht. Diese Worte finden sich in der Bibel übrigens sehr oft. Über 150 Mal sprechen Gott, seine Engel und Jesus den Menschen diese Worte zu. Eine gute Zusage. Aber heute, glaube ich, würden sie eine andere Formulierung wählen. Das Problem da ist nämlich, bis mein Verstand das Ziel dieser Botschaft entschlüsselt hat, hat mein Gefühl den Anfang davon schon längst aufgenommen. Und der lautet nun einmal leider, fürchte dich. Im Grundgedanken ist es eine wunderschöne Zusage. Sprachenpsychologisch lässt sich da allerdings noch ein bisschen was verbessern. Also worum geht es eigentlich in diesem Kerngedanken? Es ist eine Zusage. Aber das Entscheidende ist, da ist eine Tatsache, die wichtig ist, noch bevor der Satz sein Rufzeichen erreicht hat. Da ist jemand, der spricht. Du bist nicht alleine. Gerade in den Momenten, in denen ich mir selbst zum Feind werde, in denen ich Angst vor mir bekomme oder es vor mir selber graut, gegen die Unsicherheit, gegen die Isolierung und gegen die Selbstzweifel, gegen die Angst vor mir selbst und der Einsamkeit, sei zuversichtlich. Du bist so viel mutiger, als du es dir selbst zugestehst. Trotzdem wird sich dieser Urinstinkt immer mal wieder melden, der mein Leben bewahren möchte. Er meint es gut, leider manchmal aber eben auch zu gut. Dann nimmt dieses Gefühl Überhand. Dann lähmt es mich und lässt mich genau dann zurückweichen, wenn ich eigentlich nach vorne gehen möchte. Hinaus aus der Unsicherheit, hinaus aus dem Dunkel und zurück ins Tageslicht. Bevor ich jetzt zu sehr in die Metaphern einschlage, noch einmal etwas anders und nicht durch die Blume. Sei neugierig. Unwissenheit ist ja dem Sprichwort nach ein Segen. Leider führt sie aber auch dazu, dass vieles für mich gefährlicher wirkt, als es tatsächlich ist. Ein wunderbarer Vergleich bietet der Platons Höhlengleichnis. Diese Schatten können mich nur so lange beeinflussen, bis ich einen Blick hinter die Kulissen werfe und einmal schaue, was es damit wirklich auf sich hat. Und plötzlich wird aus diesem unbekannten Schrecken einfach nur mein Mitmensch, der mich um Hilfe bittet. Gegen die Angst vor anderen und dem Unbekannten, sei mutig, lern mich kennen. Die Angst vor mir selbst, vor anderen. Wie sieht das nun bei Gott aus? Ich glaube, Martin Luther dürfte sich vor über 500 Jahren ähnliche Fragen gestellt haben, denn er war konfrontiert mit einem System der Angst. Irgendwas hat auch da schon nicht gepasst. Die Menschen haben alles versucht, um dem drohenden Gericht zu entgehen und den strengen Richter gnädig zu stimmen. Letztendlich sind sie alle gescheitert. Naja, aber wie sollte ich denn auch bitte schön diese erwartete Perfektion erreichen? Ich bin nur ein Mensch. Wie kann Gott mich denn lieben, wenn ich permanent Fehler mache? Die saloppe Antwort: Weil er es kann. Gott liebt mich nicht trotz meiner Fehler. Gott liebt mich. Punkt. Meine Fehler,
sind das, was mich zu dem macht, der ich bin, zu dem Menschen, der ich bin. Gegen die Angst vor Gott und dem drohenden Gericht. Sei getragen. Gottes Liebe ist bedingungslos. Gott wird nicht dafür sorgen, dass ich nie wieder im Leben Angst haben werde. Sie ist und sie bleibt Teil meines Lebens. Aber Gott spricht allen Menschen gleichermaßen zu, sei getragen. Denn in all den Situationen, denen wir uns stellen müssen, steht Gott uns bei, stellt uns Menschen zur Seite, die uns wirklich stark machen und hat uns eine Gemeinschaft gespendet, in der wir uns immer wieder geborgen fühlen dürfen. Eine Gemeinschaft, in der wir selbst mit und füreinander dafür Sorge tragen, dass diese Zusage Gottes wahr werden kann. So bewahre der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Angst gehört zur Grundausstattung des Menschen. Ja, leider ist Angst zu zeigen noch nicht ganz so etabliert. Deswegen habe ich mir für die Fürbitten heute etwas Spezielleres ausgedacht. Ich habe Fürbitten zu verschiedenen Ängsten formuliert und solltest du diese Angst teilen, lade ich dazu ein, die Hand zu heben während dieser Fürbitte. Für unsere Zuseherinnen und Zuseher vor dem Bildschirm gibt es die Kommentarfunktion, in die man gerne einschreiben kann, ich teile diese Angst. Ich habe Angst vor Spritzen, Ärzten oder Krankenhäusern. Gott, tröstende Mutter, ich bitte dich, gib mir Vertrauen, dass die Menschen, vor denen ich mich fürchte, nur mein Bestes wollen. Gib mir Gelassenheit und starke Nerven. Ich habe Angst vor Spinnen, Insekten oder anderen Tieren. Gott, du Schöpfer des Lebens, ich bitte dich, hebe meinen Blick. Lass mich weiter sehen als nur bis zu den Dingen, die direkt vor mir liegen, um die Schönheit und den Zusammenhang all deiner Werke zu erkennen. Ich habe Angst vor dem Tod und Krankheiten um mich und meine Liebsten. Ewiger Gott, Leben ist vergänglich, das macht es so kostbar. Trotzdem bitte ich dich, hilf mir verstehen, wenn ich mich in Trauer verliere, und erfülle mich mit der Hoffnung auf das ewige Leben bei und mit dir. Ich habe Angst vor Höhen, Tiefen oder dem Fliegen. Rettender Gott, ich bitte dich, nimm mir dieses schwindelige Gefühl. Lass mich den festen Grund spüren, den du mir bereitest mit deiner Begleitung. Gott, du kennst meine Stärken und meine Schwächen. Du weißt, wovor ich Angst habe, selbst wenn ich versuche, es zu verheimlichen. Angst isoliert. Dem entgegen hat Christus eine Gemeinschaft gegründet und uns ein Gebet gelehrt. Gemeinsam gegen die Angst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun, wie geht es weiter? Ich darf ganz herzlich einladen zu unserem nächsten analogen Gottesdienst am Sonntag, den 8. November, zur gewohnten Gottesdienstzeit 9.30 Uhr. Ich darf aber auch jetzt schon zu unserem nächsten digitalen Gottesdienst ebenfalls herzlich einladen. Der wird am 6. Dezember, also am Sonntag, auch wieder um 9.30 Uhr stattfinden. Einerseits hier, aber eben auch wieder auf dem YouTube-Kanal. Die Informationen dazu befinden sich auf unserer Homepage. Wer noch nicht weiß, wie diese Adresse lautet, ganz einfach. Im Google evangelisch Krems eingeben. Das erste Ergebnis ist unsere Homepage und dort auf der Startseite direkt finden sich die Informationen zu unseren gestreamten Gottesdiensten. Es lohnt sich allerdings auch abseits unserer Streaming-Gottesdienste, diese Plattform einmal zu besuchen, denn es gibt dort natürlich auch die Informationen über die anderen Angebote, die in unserer Gemeinde stattfinden und geplant sind für die Zukunft.
ganz herzliche Einladung, sei mutig, lern uns kennen. Darüber hinaus, wie kann man Angst vertreiben? Naja, indem man einen Grund zur Freude bereitet. Deswegen an dieser Stelle auch eine Einladung mitzumachen bei einem Projekt der Hoffnungsträger Ost. Weihnachtspäckchen für die Kinder in Moldawien. Ich weiß nicht, ob man das nun auf den Bildschirmen zu Hause leicht erkennen kann. Die Gemeinde hier hat den Vorteil, die Folder liegen neben dem Eingang einmal aus. Es geht darum, Päckchen zu packen für die Kinder in Moldawien und der Ukraine. Mit verschiedenen Geschenken, Süßigkeiten, Schreibwaren, um auch diesen Kindern ein fröhliches Weihnachten zu ermöglichen und für einen Grund zum Lachen und Grinsen sorgen zu können. Alle Informationen, wie man sich da beteiligen kann oder welche Möglichkeiten es gibt, hier mithelfen zu können, in den Foldern bei unserem Eingang, beziehungsweise kann man sich auch gerne über E-Mail bei uns melden und Erkundigungen einholen. Vielen Dank für eure Hilfe. Mit diesen Worten geht in eine spannende Nacht und eine hoffentlich erfreuliche Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.